zum Thema Wartung. Alle gezeigten Rückstauverschlüsse müssen halbjährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden. Folgende Arbeitsschritte müssen dabei unternommen werden. Das Gehäuse wird geöffnet, alle Bauteile werden entnommen und gereinigt. Dichtungen werden auf Beschädigungen geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. Die Dichtungen und Dichtflächen werden eingefettet, abschließend werden die Einbauteile wieder ordnungsgemäß in den Rückstauverschluss eingesetzt. Jede Wartung schließt mit dem vorher gezeigten Trichtertest ab. Nun noch ein paar spezielle Funktionen. Connel-Drain-Rückstauverschlüsse lassen sich schnell und werkzeuglos öffnen. Dies wird durch die stabilen Schnellverschlüsse ermöglicht. Davon sind entweder 1, 2 oder 3 vorhanden, je nach der Nennweite. Durch das Hochziehen der Schnellverschlüsse wird der Gehäusedeckel entriegelt und automatisch leicht angehoben. So lassen sich auch dann Deckel leicht öffnen, wenn sie nach langen Standzeiten festsitzen. Zum Verschließen des Gehäuses setzen Sie den offenen Deckel wieder auf den Rückstauverschluss. Dabei kann man nichts verkehrt machen. Durch das Nut-Feder-System ist ein falsches Aufsetzen nicht möglich. Nun stellen Sie die Verschlussbügel schräg nach außen. Im nächsten Schritt drücken Sie den Deckel in dieser Bügelposition ganz flächig in das Gehäuse. Abschließend erfolgt durch das Umlegen der Verschlussbügel die endgültige Verriegelung. Die Dichtheitsprüfung wird folgendermaßen durchgeführt. Zunächst schrauben Sie die Prüfschraube mit einem Schraubendreher aus dem Gehäusedeckel. In dieses Gewinde schrauben Sie den Prüftrichter ein. Anschließend ziehen Sie den roten Notverschlusshebel bis zum hörbaren Einrasten nach oben. Nun füllen Sie Wasser auf, bis zum Erreichen der 100 mm Marke. Entweicht Luft durch den Trichter, füllen Sie wieder Wasser nach, bis die 100 mm Marke erreicht wird. Die Prüfdauer beträgt 10 Minuten. Die Prüfung beginnt, wenn die Luft aus dem Gehäuse entwichen und der Wasserstand konstant bei der 100 mm Marke bleibt. Der Rückstauverschluss gilt als ausreichend dicht, wenn innerhalb von 10 Minuten weniger als 500 Milliliter Wasser nachgefüllt werden muss, um die 100 mm Marke konstant zu halten. Nach der Prüfung muss der Notverschluss durch Herunterdrücken wieder geöffnet werden. Das für die Prüfung verwendete Wasser kann dann ablaufen und, ganz wichtig, die Entwässerung der angeschlossenen Gegenstände bleibt nicht unterbrochen. Abschließend entfernen Sie den Trichter und drehen die Prüfschraube wieder fest ein.